Also laufen. Heute haben wir wahrscheinlich überlegt, wie es wird, war es im Vorhinein nie. Sagen wir. Also! Laufen, die Arme kreisen, noch keine Locker am Stand, weiterlaufen. Ricke! Ja, sonst bist du auch nicht so pünktlich, oder? Dreimal frech sein über die Entfernung. Er fahr zurück. Jetzt gegen. Also, abwechselnd quasi. Nach hinten. Hat jetzt nicht so lange dauern wahrscheinlich. Das sag ich immer. Ja, jetzt gehen gleich. Für die Gehirnhälften. Damit wir kognitiv auch was machen, wechseln. Ja. Jawohl, Lieblingsübung von mir, Hüftkreisen. Ja. Schöne große Kreise machen und wechseln. Das könnte man länger auch machen von mir aus. Ja. Kurz Oberschenkel dehnen. Hallo Hanna, schön, dass du da bist. Siehst du mal, was ich für gute Augen habe. Ja, vom Dehnen braucht man am Anfang nicht viel. Nur ein bisschen reindehnen. Dann Rückseite. Runter wippen. Spannung ein bisschen rausgrillen. Schön drehen den Oberkörper noch. Zum Start machen wir natürlich eine kleine Challenge heute. Jetzt ein paar Kniebeugen. Schnell muss ich eine da. Also schön locker die Kniebeugen. Yeah! Laufen! Yes! Jetzt! Fersen zum Popsch, okay? Arm mitnehmen. Andere, jetzt Knie nach vorne hoch, Arme mitnehmen. Jawohl, jetzt nochmal stehen auf einem Fuß, die Hüfte aufmachen, aus sie kreisen, nach innen, schön stehen, nicht zu viel wackeln, wechseln, fünfmal jede Seite von innen, also nach außen und dann nach innen. Schön große Kreise machen, okay? Jawohl, mein Schatz ist auch da. Also muss ich mich wieder zusammenreißen. Also jetzt, Challenge, eine Minute. Ach, ich bin nicht gut vorbereitet. Was ist los mit mir? 1 Minute. Die Übung ist gemütlich. Wie immer, wir gehen in die Hocke. Also, runtergehen, relativ weit und dann immer mit einem Fuß zur Seite, okay? Und ihr zählt mit, wie viel. Nicht schummeln. Seid ready? Also, 1 Minute Vollgas. Trotzdem kontrolliert, okay? 10 Sekunden. Das gibt's ja nicht. Starting Session. Also, jetzt aber wirklich, okay? Hocke nicht zu breit. 3 Sekunden. Runter. Ja. Schön außen tippen, okay? Ja. Runter. Mitzählen. Ja, von der Seite. Sehr unten bleiben im Gesäß. Ja, wird schon. So eine Challenge immer super zum Aufwärmen. Schön hinten reinsitzen. Hände vor, hinten ab. Wer will, kann auch springen. Mir aber noch zu viel am Anfang. Also ab. 15, mitten. Dann steige ich mir immer auf meine Maradona-Schuhbandel.
3, 2. Ja, schreibt es ein einmal, wie viel. Gilt Hopsen auch. Astrid, Snusinator. Session complete. Sicher gut. Ich bin kein Hopser. Also, schreibt mir ein, wie viel, würde mich interessieren. Dann weiß ich auch, wer da ist. Ich zeige euch die Übungen. Im ersten Block, wir machen einen bisschen Wechsel aus statisch und dynamisch. 64, bravo Schacki. Hanna wie ich. Ja. Ich habe aber nicht mitzählt. Ulrike, 63. Also, wir machen einen Wechsel aus statisch und dynamisch, okay? Vier Übungen. Erste Übung, Knie beugen, unten bleiben, okay? Wenn wir es dynamisch machen, Knie beugen plus Sprung. Dann Liegestützen. Ihr könnt gerne auf die Knie gehen. Wir gehen runter und bleiben da. Im zweiten dann dynamisch. Eckerhexerei. Dann Bauch statisch hochgehen. Fest anspannen und im zweiten dann dynamisch und unterarm Stütz brauche ich nicht erzählen. Statisch, dann dynamisch. Knie seitlich vorziehen. 40 Sekunden Belastung, 20 Pause. Alles jeweils zweimal, das sind 16 Minuten. Dann kommt der zweite Block. Leo 69. Ist eh klar. Du immer 69, oder? Also, bereit machen. Erste Übung, also Belastung 40, 20 Pause, jeweils vier Übungen. Statisch, dann dynamisch, statisch, dynamisch. Ich glaube, jetzt ist alles klar. Ja, wie lange legen wir los? Schauen wir mal, wie das wird. Zuerst statisch Kniebeugen. Gehen wir ruhig ein bisschen breiter. Runter. Wir versuchen zusätzlich die Fußsohlen reindrücken, zueinander zu schieben, okay? Dann ist statisch dynamisch. Geht schon auf die Adduktoren. Wirklich versuchen, ja, ich am Matten oder den Boden zusammenzuschieben. Die Knie bleiben aber außen, okay? Ganz wichtig. Oberkörper aufrecht, Hintern rein, Hintern raus. 10 Sekunden noch. Ich glaube, das wird immer erst. Schön runter, runter, runter und schirm. Schirm, schirm, schirm. Ja. Ey, gemütlich. Servus, Lucke. Jetzt Liegestützen. Statisch. Wirklich schauen, dass wir gute Spannung haben. Becken kippt nach vor. 5 Sekunden noch. Wirklich unten bleiben, okay? Und Spannung, Spannung. Beine, Hintern, Bauch. Wuhu! Wenn es nicht geht, auf die Knie. Kann ein bisschen Zeit schinden. Also unten bleiben. Dann zieh da alles. Bist du zu? Kann ich öfter machen. Gehen wir. Und wenn es aus ist, natürlich schön hochdrucken. Yes! 20 Pause, auslockern. Jetzt Bauch, okay? Michaela, mitmachen. Also, Füße in die Luft, Hände entweder zum Kopf oder vor der Brust verschränken, Oberkörper anheben, Position halten, okay? Bauch fest, Bauchnabel nach innen, wer will und kann, Hüfte nach oben heben. Und genießen. Wuhu!
Bauch, okay, wirklich das letzte Eizahl. Jawohl. Ja, jetzt Unterarmstütz. Unterarmstütz, aber wirklich Spannung, sonst ist nur die halbe Mitte, okay? Wir müssen echt schauen, dass wir das letzte Eizahl rausfetzen, sonst ist fad. Also, statisch, Becken vor, Bauch, Hintern, Beine, Ellbogen ziehen ein bisschen nach hinten, Schultern über die Ellbogen, Kopf schaut runter und wieder Bauch nach innen. Schauen, dass ihr das letzte rausholt. Yes! Jawohl! Einen Durchgang haben wir dann schon, dann geht's dynamisch. Ja! 20 Pause, okay? Kniebeugen, jetzt mit Sprung. Wenn wir nicht springen, dann natürlich normale Kniebeugen, aber dynamisch, okay? Zack! Vom Tempo her, 1 ist ganz langsam, 10 ist voll schnell. Schauen wir so, 7, eher 8, okay? Flüssig. Jawohl, 15. Und gescheit springen. Weit runter. Oberkörper ist aufrecht. Ja. Vielleicht kann auf Instagram mal wer kurz schreiben. Ich glaube, das ist hängen geblieben. Herr Conny, Stefan, Sado. Jetzt Liegestützen. Dynamisch, okay? Sehr klar. 40. Gehen wir. Wieder Spannung. Spaß haben! Highlight der Woche! Jawohl! Jetzt wieder Bauch! Danke. Also jetzt hoch runter, okay? Schön langsam. Schulterblätter berühren. Den Boden. Die Matte. Nicht. Und weiter auf, okay? Bauch nochmal volle Anspannung. Yes. Mörderisch. Dann Unterarmstütz, dann wieder statisch. Heute gehen wir es uns, oder? Jawohl. Jetzt Unterarmstütz. Knie Richtung Schulter vor, okay, oder Richtung Trizeps. Aber Spannung nicht verlieren, wisst ihr? Wirklich weit vor das Knie, okay? Körper ist stabil. Dann haben wir die ersten 8 Minuten. Dann zweite Halbzeit quasi von der Runde. Und wieder Becken vor. Wirklich Bauchnabel nach innen. Immer schauen.
Jawohl, 20 Pause. Wir machen weiter, okay? Jetzt wieder statisch, dann dynamisch, dann Pause. Okay? Mörderisch, gerne. Kniebeugen, bisschen breiter. Geht schon, los. Abi. Brust raus, Oberkörper aufrecht, Hintern runter. Fußsohlen reindrücken, zusammenschieben, okay? Aktiv. Gute Belastung auf die Füße. Und wirklich zueinander schieben. Da darf man innen ruhig was spüren. Das ist auch immer die Position, was wir trainieren wollen. Yes! Umso mehr, als man schiebt, desto knackiger wird die Zone, der Körperbereich. Problemzonen habt ihr hier nicht. 3. Ja. Immer auslockern. Liegestützen. Jeder wie er kann, okay? Wir können dann normal anfangen und wenn es zu viel wird, gehen wir auf die Knie runter. So mache ich es auch immer. Also, Spannung, runter und gehen wir. Mir ist lieber, ihr seid auf die Knie und seid weiter unten wie normal und dafür da oben, okay? Jetzt geht es um die Liegestützen. Das andere ist eine andere Übung. Schön Mitte bleiben, Ellbogen zurück. Ja, yeah. Wird schon. Jawohl, Pause. Bauch, okay? Jawohl, cooles Programm. Schon anstrengend, aber auch nicht übertrieben, oder? Was sagt ihr? Machen wir nachher. Also, hochkommen, bleiben, Spannung. Wer will, Hüfte etwas anheben. Aber schauen, dass wir mit dem Oberkörper aufkommen, der Rücken bleibt. Und Bauchnabel fest, Richtung Boden. Yes! Geht dahin. Und wenn es zu leicht ist, höher. Wenn es zu schwer ist, höher. Ah, Spaß, runter. Aber das macht man eher automatisch. Körper ist auch kein Trottel. 3 Sekunden. Unterarmstütz. Hi Michi. Vicky, Viktoria ist auch da. Mitmachen, junge Dame. Also jetzt Unterarmstütz. Spannung. Becken, Bauch, Hintern. Action. Wirklich vorschieben. Wirklich die Champions League, wenn man aus dem Bauch alles rausquetscht. Die Ellbogen nach hinten schiebt. Gibt es immer die Plank-Challenges, wo es 5 Minuten planken, aber nicht gescheit. Jawohl. Dynamisch nochmal, okay? 4 Runden. Ist eh klar. Schwitzen durch, wie man sieht. Also los geht's. Plus Sprung. Sauber landen. Knie nach außen. Ja, und wieder aufspringen. Wir können ruhig höher springen, okay? Aber sauber landen. Bauch anspannen. Jawohl. 10 Sekunden. Dann wieder Liegestützen. Jubel.
Ja! Pause! Das Fenster aufmachen. Es ist heiß. Also, Liegestützen, okay? 5 Sekunden. Finger spreizen. Tempo 7 bis 8 von 10. Okay? Sauber, Brust ganz runter. Wirklich Spannung, die Beine strecken, auf Spannung gehen. Genießen! Fertig. Ihr könnt euch aber Übungen ausdenken. Ich habe was vorbereitet. Aber wenn ihr was habt, könnt ihr es gerne reinschreiben. Jawohl. Hoch, runter. Überlegt es dabei. 2 Minuten habt ihr noch. Sonst machen wir mal eine. War gut. Also es muss eine Übung sein, was statisch und dynamisch ist, okay? Oder was man statisch und dynamisch machen kann. 10 Sekunden. Machen wir eine Pause. Unter am Stütz. Dann ist 2-3 Minuten Pause, okay? Einmal noch Gas geben. Alles anspannen. Knie seitlich vorziehen. Gehen wir. Ja, das spüren wir. Nice. Gehen wir kämpfen, beißen, anspannen. Wie lange noch? Pause. 2-3 Minuten, okay? Ausschnaufen. Schön. Wie geht's euch? Also, eine Runde haben wir schon noch. Zumindest vorbereitet. Keiner da. Meistens dauert das mit den Kommentaren immer so lang. Und also, ja, geht eh. So schlimm ist es nicht. Also, wie geht's euch? Emoji reinhauen. Wenn ihr eine Übung habt, könnt ihr auch eine bringen. Sonst machen wir meine, sind auch immer gut. Also, jetzt sage ich mal meine Übungen, wenn da nichts kommt. Es dauert immer so lang. Also, es sind jetzt 5 Übungen, das wir wieder anzahlen. Erste natürlich, Ausfallschritt, bleiben, links, rechts, ist eh klar, aber zuerst rechts, dann links, dann natürlich dynamisch, dann machen wir ein paar Bauchübungen.
Wir legen uns wieder am Rücken, Hände zum Kopf, Beine vorstrecken und ein bisschen hochkommen, okay? Dynamisch, dann rudern. Hände bleiben am Kopf, dann noch natürlich Seitstütz und dynamisch ist dann mit Rotation. Also, sehr geschmeidig. Ulrike, ja, das passt. Also, zweiter Durchgang, dann sind wir eh schon fertig. Wahnsinn, Zeit vergeht. Ja, das sind jetzt eh 20 Minuten. Müssen wir eh anziehen. Also, ready, steady. Ja, los geht's los. Musik brauchen wir noch. Zehn Sekunden, okay. Ist nur wer da? Boah, heute sind alle hier. Starting Session. Yes, Starting Session ist immer gut. Gutes Zeichen. Erster Ausfallschnitt. Ich habe den linken Fuß vorne, okay. Oberkörper ist aufrecht. Knie geht runter. Belastung ist vorne, okay. Aber nicht im Knie. Über die Zehenspitzen schieben, Belastung ist eher auf der Ferse. Wirklich schauen, dass vorne eine Spannung ist, hinten natürlich auch, aber ist ja nicht schlecht. Also zuerst links und in der zweiten Hälfte machen wir es dann rechts. Start, dass wir gleich sind. Bei mir zieht er schon alles, ist kein gutes Zeichen bei der ersten Übung. Also stabil bleiben, okay? Pause. Dann Wechsel. Ja, die Pause ist gut halt. 20 Sekunden relativ viel. Also 3 Sekunden. So. Runter. Ja. Wirklich schön stabil. Knie geht runter hinten. Oberkörper aufrecht. Spannung vorne am Oberschenkel, okay? Wirklich fest. Knie geht trotzdem zum kleinen Zeh, nicht nach innen kippen. Für die Spannung halten. Und wirklich konzentrieren. Das passt. Nachher gehen wir Gas, machen es dynamisch. Das passt gut. Nächste Übung Bauch, okay? Jawohl. Auslockern. Rückenlage. Ihr wisst es, Beine strecken. 3 Sekunden. Hände zum Kopf. Okay. Ein bisschen umher, dass man sieht. Und schön hochgehen mit dem Oberkörper. Spannung halten. Bauch wieder fest. Gehen wir. Wenn es zu leicht ist, im Oberkörper höher. Ist nur ein Millimeter, aber wichtig. Und Becken kippt vor, Rücken ist am Boden und bleibt am Boden, nicht abheben, okay? Sonst die Beine ein bisschen anwinkeln, ganz wichtig. Nächste, Seitstütz. Seitstütz links natürlich. Ja. Hoffe, es geht euch gut. Sieht nämlich nichts vor euch. Das ist kein gutes Zeichen. Also, statisch. Wir halten die Position. Wieder Ellbogen zieht zum Körper, okay? Hüfte höher, Beine strecken, Hüfte eine Spur vor. Bei den meisten. Schaut einfach drauf. Das sehe ich ja nicht. Denk's mir nur, das sind immer die Fehler, was ich auch mache. Also selber korrigieren und Spaß haben. Sind wir dann fertig? Dann habt ihr es wieder geschafft. 5,
Jawohl. Zehn Sekunden. Genießt die Pause. Drei Sekunden. Einmal Füße übereinander. Ihr könnt, wenn ihr wollt, eine Hand nach oben in die Hüfte. Wenn es als Unterstützung was braucht, unten aufs Handgelenk. Schauen, dass der Körper schön gerade bleibt, okay? Wieder Hüfte ein bisschen höher. Ellbogen zum Körper ziehen. Zehenspitzen zur Überziehung. Ihr seht es, das ist immer ein Prozess. Da kann man sich nicht ausrosten. Draufbleiben, wie im Leben. Ha! Nicht die Spannung verlieren. Und wenn, dann bewusst. So schaut's aus. Drei Sekunden. Jawohl. Puh, Ausfallschritt. Dynamisch. Okay, linkes Bein vorne, rechts hinten. Und jetzt ist es so, das vordere Bein bleibt immer gebeugt, okay? Wir bewegen quasi fast nur das hintere Knie nach unten und nach oben. Körper bleibt da schön ruhig, ein bisschen nach vorne geneigt und schauen, dass wir eine gute Spannung haben. Wenn ihr wollt, könnt ihr unten auch dreimal wippen, Arme hochgehen. Zack. Und wir wollen ein bisschen Action einbringen. Jawohl. Sonst normal, okay? Auslockern. Geht eh besser, wie man gedacht hat. Spürt man meistens erst nachher. Also wechseln. Wer will, kann dabei dynamisch natürlich auch springen. Zeige ich euch dann. Also rechts vorne. Ich mache drei kleine, okay? Und das hintere Knie geht hoch runter. Vorne stabil bleiben, nicht durchstrecken. Vorne bleiben wir schön auf Spannung. Beim Runtergehen wirklich die Ferse auch belasten. Jawohl. Mega. Jawohl. 5 Sekunden. Jetzt Bauch. Wir machen so ein vereinfachtes Klappmesser, okay? Wenn geht, Hände zum Kopf. Wenn nicht, Hände noch vor. Okay? Immer schnell in die Streckung. Hochgehen und wieder runter. 7, 8 von 10 vom Tempo. Nicht vergessen. Was auch immer das bei jedem bedeutet. Und schauen, dass es immer gleichmäßige Bewegung ist, okay? Oberkörper und die Beine kommen gleichzeitig hoch. Ja, drei noch. Seitstütz. Seitstütz. Mit Rotation, okay? Ich zeige euch jetzt ein bisschen schräg vor, dann wisst ihr es ja. Jawohl, das heißt mit der oberen Hand unten durch und schön nach oben aufmachen. Da jetzt nicht zu schnell, sonst fällt es um. Und sonst, wenn das zu schwer ist, kleine Bewegungen in der Hüfte hoch runter machen. Aber immer schön durch, weit durch. Oberkörper mitdrehen, weit aufmachen. Yes! Ja, das spüren wir schon. Hoffe ich auch.
Hälfte. Geht der hier, oder? Jawohl. 3 Sekunden. Ha. Spaß haben, gehen wir. 10 Minuten, sind wir fertig. Kämpfen jetzt. Immer wenn es ein bisschen knistert, dann entsteht Wachstum. Ich hoffe, es knistert schon. Bei mir auf jeden Fall schon. Und trotzdem sauber bleiben. Spannung in der Hüfte, im Gesäß. Nicht durchhängen. Becken kippt vor. Zehenrest. Jawohl. Jawohl. 20 Pause. Jetzt Ausfallschritt statisch. Jetzt wird es knistern, glaube ich. Jetzt Fußwechsel, okay? Rechts vorne, links hinten. Sehr aufrecht. Vorne bewusst. Die Ferse rein. Dreipunktstand, vielleicht wisst ihr es noch. Ferse, Großzehballen und kleiner Zehen. Schauen, dass wir wirklich gut ausbalanciert sind. Hinten das Knie wieder ein bisschen runter. Man tendiert dazu, dass man ein bisschen höher kommt automatisch. Bleibt unten. Genießen, Leute. Fuck. Abi, 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 abi. Und spüren wir das hintere Bein auch. Pause. 10 Sekunden. Wechsel. Dann mache ich schon wieder meinen Bauch. So arg ist es auch nicht, oder? Also, links vorne, rechts runter. Los geht's. Brust raus. Schultern zurück. Hinteres Knie, ja. Weiter oben. Ihr könnt kurz den Boden berühren und kurz da einen Zentimeter hoch. Da ist der Entengang ein Schaß dagegen. Abi, abi, abi. Schwerpunkt ein bisschen vor. Belastung vorne, okay? Schauen, dass es nicht zu weit hinten ist. Vorne soll die Belastung sein. Bauch wieder. Jetzt wird's schon. Beine strecken, okay? Wieder Beine strecken. Wenn es zu schwer ist, ein bisschen höher. Hände zum Kopf, Oberkörper leicht anheben. Yes! Und immer schauen, habe jetzt schon 100 Mal gesagt, Becken vor, Bauch anspannen, Rücken, unterer Rücken bleibt am Boden. Nicht abheben. Ihr könnt es unterstützen, sonst die Hände unter dem Popstuhl. Es ist ein bisschen leichter, aber momentan ist es wahrscheinlich wurscht, was man tut. Ja. Gehen wir, 7 noch. Oberkörper höher. Seitstütz. Rechts. Rechte Seite starten wir. Außer ihr habt anders gemacht, dann natürlich nicht. Statisch. Schön halten. Durchschnaufen. Gehen wir. Sind wir gleich fertig. Ihr macht es mörderisch, ich sag's euch. Denkt an den Urlaub. Schaut momentan zwar nicht so aus, aber. Nein, schon. Werden wir schon schaffen. Hüfte höher. Ich fahr fix auf Urlaub. Frage ist, wohin? 15. Hüfte höher, Ellbogen zum Körper ziehen. Fünf Rest. Pause.
andere Seite noch, natürlich. Dann letzte Runde, okay? Dann dehnen, duschen, schlafen, duschen, essen, schlafen. Fertig, gehen wir weiter. Jawohl. Hüfte hoch, Ellbogen zirkt, Hand nach oben, zum Kopf, in die Hüfte. Wichtig ist Hüfte, eine Spur höher und ein bisschen vor. Schauen, dass wir von Ellbogen oder von der Schulter bis Ferse ganz gerade sind, okay? 15 noch. Wirklich eine schöne Gerade bilden. Das war mein schönstes Hochdeutsch. 5, 4. Yes! Letzter! Ulrike, wie eins mehr. Ich kenne keinen, der so viel Urlaub macht wie du normal. Aber völlig verdient. Und ich vergund das voll. Jetzt, Ausfallschritt. Rechts vorne. Links hinten. Hoch runter, okay? Ich mache 3 kleine. Hände in die Hüfte. Und sonst ganz normal hoch runter. Wenn es zu leicht ist, einfach 3 kleine machen. Und weit runter. Schauen, dass wir vorne auf Spannung bleiben. Arbeiten wir das hintere Bein, okay? Letzter. Das war jetzt 1000-mal geiler wie das andere. 10 Sekunden, okay? 5 Sekunden, geht's weiter. Links vorne. Jawohl, schauen, dass wirklich die Belastung vorne ist. Ihr könnt es selber steuern. Bisschen schneller von der Bewegung her, aber sauber. Jetzt spüren wir es hinten normalerweise ein bisschen mehr. Es passt. Jawohl. Und vorne auch. Jawohl. 3 Mal. Bauch, okay? Quasi die Glockenmesser, die vereinfachten. Ja, da sind wir alle. Das ist gut. Jawohl, jetzt wirklich schauen, dass wir nochmal schön in die Bauchmuskeln reinkommen. Ihr könnt die Hände vorgeben. Das passt. Umso höher die Hände, desto schwieriger natürlich. Und wenn es zu schwer ist, einfach die Hände vor, die Beine nie ganz durchstrecken. Jeder wie er kann, okay? Aber trotzdem Gas geben. 7 Rest. Seitstütz nochmal. Letzten 2 Minuten. Nicht einmal. Mörderisch. Mit Rotation, okay? 5 Sekunden. Kontrolle. Wenn es geht, der Hand immer schön nachschauen. Schauen, dass wir selber aus dem Gleichgewicht bringen. Jawohl! Sauber drehen. 5 Sekunden. Halten, halten, gehen wir.
Letzte Übung. Wenn das in der Anzug ist, weiß ich es auch nicht. Schön sauber bleiben, nur mal auf die Schulter immer aufpassen, okay? Keine hektischen, schnellen Bewegungen machen. Der Hand nachschauen. Jawohl, und oben bleiben. Wir halten die Höhe, okay? Super! 20 Rest! Final Countdown! Jetzt eskalieren die Endorphine. Serotonine. Letzter! Schlafen. Ja, sehr ganz schön zart geworden. Wie geht's euch? Seid ihr da? Hi Julia. Oh shit. Hoffe, schnauft's auch so wie ich. Jetzt kurzes Cooldown, okay? Lebt's eh noch? 1 Minute machen wir eine Pause. Für euch natürlich. Oder für mich, je nachdem. Margot, Patricia, alles gut. Mir geht's ähnlich. Patricia, langsam anfangen. Nicht übertreiben. Das haben sie zu mir auch alle gesagt. Durstluft, Pause. Ja, jetzt ist noch cool down. Hanna, mörderisch. Christina. Ah, sicher. Man kann sie reden. So wild war es nicht. Aber das weiß man oft nicht. Das ist ja das Gute. Also, gönn dir das cool down. Fünf Minuten. Ein bisschen dehnen. Gehen wir runter in den Hüftbeuger. Einen Fuß vor, hinten die Hüfte. Schön gerade lassen, nicht ins Hohlkreuz. Dann die Hüfte vorschieben, okay? Atmen. Schauen, dass wir ein bisschen runterkommen. Tief ein. Und lang ausatmen, okay? Wirklich entspannen. Schauen, dass wir vielleicht dann ein bisschen weiter vorkommen. Genau. Jetzt nehmen wir vorne den rechten Fuß in die Streckung, dehnen die Rückseite. Jetzt können wir es natürlich so machen, dass wir sagen, ja, man muss ganz gestreckt sein. Ja, schauen, dass wir eine gute Dehnung haben, okay? Brauchen nicht alles verkomplizieren. Schauen, dass wir gut reinkommen. Dürfen wir ruhig spielen. Wieder so 7, 8 von 10. Das ist halt das Motto. Dann Fuß aufstellen. Hinten den Oberschenkel zuverziehen. Greifen. Und es gibt jetzt 2 Varianten. Entweder zieht den Fuß total zum Hintern. Oder ihr lasst hinten relativ locker. Und fallt wieder mit der Hüfte rein, okay? Wirklich, dann geht es wieder mehr auf den Hüftbeuger. Schauen, dass wir schön locker lassen. Oder man macht beides. Ha! So schaut's aus. Wenn es wollt, könnt ihr hinten mit der anderen Hand ein bisschen helfen. Zuverziehen, Hüfte vor. Wird relativ intensiv. Das passt aber. Loslassen, wir bleiben, dehnen das Gesäß. Das rechte Knie vor dem Körper, Unterschenkel ist relativ parallel. Schauen, dass wir da gut reinkommen, locker lassen, dann auch versuchen vorzugehen. Schauen, dass wir gut reinkommen,
hinten den Fuß locker lassen und dann können wir den Körper wieder drehen, nach links, nach rechts. Ihr werdet merken, das ist überall ein bisschen anders. Jawohl, locker lassen. Wir wechseln die Seite, okay? Rechtes Knie ist am Boden, links das Bein nach vor. Wir dehnen den rechten Hüftbeuger, ganz wichtig. Schauen, dass wir schön dehnen. Können wir öfter machen, Hüftbeuger dehnen. Ich sag's euch, wenn wir den gut dehnen, wenn der schön geschmeidig ist, dann sparen wir uns echt viel. Ja, jetzt linkes Bein strecken, vordehnen. Schauen, dass wir gute Spannung haben. Wenn wir uns ein bisschen vorbeugen, dann wird es ein bisschen intensiver. Also schauen, wenn wir dehnen, schauen, dass die Qualität passt. Jawohl. Fuß aufstellen. Hinten das Bein zurückziehen. Halt das. Schauen, dass wir nicht umfallen. Wieder zwei Varianten, okay? Entweder hinten zurückziehen, dann geht es mehr am Oberschenkel. Und wenn man hinten relativ locker lässt, und dann wieder mit der Hüfte, dann geht es wieder mehr am Hüftbeuger. Okay? Zwei wichtige Sachen. Bisschen ein Unterschied. Das kann man super bei der Wand machen. Oder bei der Couch. Darum heißt das Couch Stretch. Wirklich daheim so zwei Minuten halten. Da ist wirklich, wirklich ein Zug dahinter, ein Dampf. Das wird dann oft ein bisschen unangenehm. Und dann merkst du, wie der Körper loslässt, wie das alles weit wird. Kann man echt einmal machen. Jawohl. Und Gesäß noch. Linkes Bein vorne, rechts hinten locker. Oh, da bin ich ein bisschen steifer wie auf der anderen Seite. Ein bisschen ist gut. Linkes, nicht meine Glückseiten. Aber es wird schon, ich bin dran. Schön dehnen, okay? Locker lassen beim Dehnen. Nichts anspannen. Denkt an die nasse Nudel, an die kochte Nudel. Zack! Jawohl, langsam lösen. Langsam aufstehen. Könnt sich nur mal nach oben strecken. Alles schön lang machen. Nach hinten ein bisschen. Zur Seite, schön Streckung, weit runter, wirklich entspannen. Das, was dir gut tut, schön einmal zur anderen Seite. Einmal noch nach hinten. Und wir gehen nochmal runter, lassen alles nochmal fallen. Könnt ihr die Hände verschränken. Und schön fallen lassen, Kopf. Ist wie eine Bowlingkugel. Jawohl. Ready, steady. Servus, Dominik. Hi, Barbara. Also, das war's von mir. Schön, dass ihr dabei wart. Coole Sache. Wünsche, Anregungen, Beschwerden. Beschwerden gibt's eh keine, aber Wünsche, Anregungen jederzeit. Wir sind offen. Montag geht's weiter in aller Frische. Wünsche euch einen schönen Abend. Gesund bleiben. Training nachmachen, wer nicht dabei war. Ulrike, hoffe dir geht's gut. Hoffe du bist motiviert. Schön, dass du da bist. Die Lise auch noch mitnehmen. Die Caroline mitnehmen. Alle. Kerstin, Margot. Schönen Abend, Papsi. Macht's gut. Baba.
Oh, jetzt wird die Musik.